Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Mars Effect Andromeda. Im letzten Part haben wir mit Paren Shi geredet, die eigentlich ganz nett, so ganz nette war. Und wir haben auch schon ein paar Signale rüber gesendet. Und ja, bevor wir nun weitermachen, gehen wir nun erstmal hier über diese ganze Stadt erneut und versuchen überall diese Datenterminals zu finden, wo die Bewohner der Angara hier Informationen für die Nexus hinterlassen und ich soll die dann weiterreichen. Und ja, dann gucken wir nochmal, was diese Bewohner denn hier so für Sorgen und Nöte haben, würde ich mal sagen. Ich bin ja ein bisschen neugierig. Gehen wir mal gucken. Danach gehen wir auch gleich noch hier an den Markt, aber jetzt gehen wir erstmal an diese Datenterminals. Ein paar hatten wir schon gelesen, aber dann gucken wir mal, was die Leute für Nachrichten am Start haben. Botschaften von Bürgern an die Nexus. Zusammengestellte Logs mit Botschaften von Bürgern, die auf dem Markt von Aya hochgeladen wurden. Streng geheim nur für den Pathfinder. Achso, ich kann die gar nicht lesen. Ach doch, hier. Betreff, danke. Ich erinnere mich an meinen ersten Zusammentreffen mit der Mosha. Es war eines der größten Ereignisse meines Lebens. Sie hat so viel für unser Volk getan. Als die Gerüchte aufkamen, sie wäre von den Cat verschleppt oder sogar ermordet worden, verlor ich jede Hoffnung auf unsere Zukunft. Sie haben sie mir zurückgegeben. Mir ist egal, was andere sagen. Ich glaube, dass sie gekommen sind, um uns zu retten. Betreff, gehen Sie nach Hause. Das hier ist nicht Ihre Galaxie. Sie gehören nicht hierher. Wer glaubt, sie seien anders als die Cat, ist ein Narr. Ich habe sie durchschaut und viele andere teilen meine Meinung. Betreff keinen Eintrag. Wenn sie Frieden und Freundschaft wollen, pardon. Wenn ihre Herzen voller Niedertracht sind, werden sie sterben. Mehr müssen sie nicht wissen. Pavor. Mein Name ist Vijaka. Meine Familie hat gesagt, ich könnte ihnen schreiben. Ich habe noch nie einen Alien getroffen, aber sie würde ich gerne treffen. Ich glaube, wir könnten Freunde werden. So, unbearbeitet an die Nexus weiterleiten, Inhalt bearbeiten und dann weiterleiten. Nein, das geht unbearbeitet weiter, hallo? Ich bearbeite die doch nicht. Wir wollen hier nichts zensieren, so sind wir nicht drauf. Okay, erstmal gucken, was noch so... Also sage ich jetzt noch, wir gucken erstmal, was gleich noch passiert. Vielleicht müssen wir was zensieren, aber ich glaube nicht. Werden wir die nächste starten hier? Alter, ich habe eine dicke, fette Fliege hier. Was willst du hier, Fliege? Ist viel zu kalt inzwischen. Bitte verende und komme nie wieder. Nächstes holographisches Ding. Zack. Also, Betreff, wir brauchen Geschlossenheit. Vor der Geißel waren die Angara ein Volk. Es dauerte nach der Katastrophe Jahrhunderte, bis wir einander wieder fanden. Doch zum Zeitpunkt waren wir zu lange getrennt gewesen. Dadurch gelang es den Cat, uns zu erobern. Der Krieg hat uns erneut zusammengeführt, aber jetzt haben sie das Gleichgewicht gestört. Einige vertrauen ihnen nicht, andere wollen, dass sie uns retten. Uneinigkeit macht sich breit. Wenn sie wirklich hier sind, um uns zu helfen, dann bewahren sie die Geschlossenheit unseres Volkes. Betreff Pavora und Ishari ihnen allen. Ich schreibe dies an meinen letzten Tagen. Ich habe ein langes Leben geführt, das nun sein natürliches Ende findet. Ich habe große Verluste und Schmerzen erlebt, aber auch Freude und Hoffnung. Ich denke, das haben wir gemeinsam. Es ist mein Schicksal, an einem Wendepunkt der Geschichte zu gehen. Ein Teil von mir ist wütend, weil ich nicht erleben werde, was als nächstes geschieht. Aber insgesamt habe ich doch meinen Frieden gefunden. Was immer aus ihrem Volk, dem meinen und den Cat wird, es wird Einfluss auf das Leben meiner Urenkel haben und das ist für mich ein merkwürdiger Trost. Ich weiß, das Leben besteht nicht nur aus Krieg und Mühsal und ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass ihr Volk das genauso sieht. Möge es ihnen gut gehen. Kümmern sie sich umeinander, verändern sie das Leben zum Besseren, leben sie wohl. Wir wünschen ihnen Frieden und Glück. Lassen Sie sich nicht von dem Getue von Aphra, der Tashav und seinem Widerstand täuschen. Wir sind kein gewalttätiges Volk. Wir sind Wissenschaftler, Erfinder, Künstler, Verwalter und Entdecker. Dies ist unsere Heimat, aber sie bietet Platz genug für uns alle. Wir haben den Cat dasselbe gesagt, aber sie haben nicht zugehört. Wir hoffen, dass es bei ihnen anders ist. Niemand wird das hier lesen. Der Pathfinder wird diese Nachricht niemals lesen, von der Nexus ganz zu schweigen. Wir benötigen so verzweifelt Verbündete gegen die Cat, dass wir bereit sind, denselben Fehler bei neuen Aliens zu wiederholen. Diese kleine Aktion des Gouverneurs wird überhaupt nichts ändern. Wir könnten genauso gut gegen den Wind anbrüllen. Und unbearbeitet an die Nexus, um ihnen wrong zu proven, dass die Scheiße doch gesehen wird, mein Freund. Zack, bitteschön. Weiter, nächstes Terminal. Da vorne ist gleich das nächste, dann gucken wir mal, was da noch für nette Botschaften stehen. So, gucken wir mal. Ist ein kleines Stück zu gehen, aber das schaffen wir wohl. So, was haben wir denn hier stehen? Und los.
Übersetzt aus dem Schillersch, schließen Sie sich unserem Kampf an. Sie haben auf Volt bewiesen, dass Sie den Cat die Stirn bieten können. Der Widerstand ist nicht leicht zu beeindrucken. Kämpfen Sie an unserer Seite. Gemeinsam tragen wir diesen Krieg vor die Türschwelle des Feindes. Wir zeigen ihm, was Angst ist. Wir zeigen ihm, was Verzweiflung ist. Wir werden die Kette zerbrechen und danach teilen wir die Früchte des Sieges. Führen Sie Krieg untereinander. Wir haben gesehen, wie Mitglieder Ihrer Spezies gewalttätig, gierig und eigennützig gehandelt haben. Wir haben Beweise, dass Ihre Leute sich gegenseitig angreifen und bestehlen. Warum schaden Sie einander, wenn davon letztendlich nur die Kette profitieren? Wenn unser Volk sich schwer tut, Ihnen zu vertrauen, dann liegt das daran, dass wir nicht verstehen, warum einige von ihnen so entschlossen zu sein scheinen, anderen weh zu tun. Selbst die Cats sind in ihrem Bestreben geeint. Warum sie nicht? Wir haben noch viel zu lernen. Ich habe mich mein Leben lang gefragt, welche anderen Wesen es wohl noch geben mag. Ihr Volk ist völlig anders und anders als alles, was ich mir vorgestellt habe. Und dafür bin ich dankbar. Ich hatte gedacht, mich könnte nichts mehr überraschen. Meine Söhne und Töchter malen Bilder von ihnen und stellen mir alle möglichen Fragen. Sie wollen alles über sie wissen. Wir hoffen, dass es ihnen genauso geht. Wir können uns gegenseitig so viel beibringen. Ich glaube an unsere Zukunft. Hilfe kommt immer dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Und ihre Ankunft war unerwartet. Als sie nach Aya kamen, waren sie verwundet und brachten Hilfe. Und wir haben sie nicht willkommen geheißen. Sie haben unsere Welten besucht und unsere Leuten dabei geholfen, enorme Herausforderungen zu meistern und das ohne Aussicht auf eine Belohnung oder gar Freundschaft. Das hätten sie nicht getan, wenn sie nicht im Kern gute Wesen wären. Sie wollen verstehen und verstanden werden, das ist der Beginn eines wunderbaren Bündnisses. Auch das geht unbearbeitet an die Nexus. Hier wird nichts bearbeitet, meine Lieben, ne? So, dann holen wir uns noch das letzte Terminal. Das ist noch auf der anderen Seite. Dann haben wir noch zwei Quest-Dinger und dann können wir mit der Main-Quest weitermachen, wa? Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Mal sehen. Wenn wir diese Richtung. Diese Stadt ist tatsächlich ziemlich groß. Ich verstehe jetzt auch, warum ein Schnellreisesystem eingebaut worden ist. Man ist hier doch ganz gut am Rumölen. So, da lang. Sind wir bei ihr wieder hier? Ah, Büro der Gouverneurin. Wir sind jetzt ein bisschen am Bond, nicht um die Gouverneure, ne? Das ist auch eine gute Partie, sag ich mal. Eine gute Partie. Okay, ich glaube, hier geht's nicht runter. Nee, ich muss auch durch die andere Tür, glaube ich, raus. Das wird der Weg sein. Habe ich noch was zu trinken hier? Jawollo, sehr schön. Da darf ich noch nicht durch. Wie komme ich denn jetzt am besten hin? Am besten von hier. Vom Markt aus. Wir müssen eigentlich nur... doch hier runter und dann das ist doch gleich, warte mal, war das nicht hier oder hier? Ne, wir müssen hier raus, dann runter und dann über den Markt hier raus, hier runter. Ach, siehst du, ich habe das war mir zu heftig, der Turn, aber man kann ja hier wieder zurück und dann über den Markt und dann haben wir es doch schon. Dann sind wir wieder ganz am Anfang. Die haben wir sogar mal gelesen. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Hier ging's los. So, Botschaften an die Nexus. Warum sind sie hier? Was hat ihre Leute dazu bewogen, den Orkusnebel zu durchqueren? Weshalb sind sie hergekommen? Sollen wir ihnen etwa glauben, dass sie nur Entdeckungsreisende sind, die in Frieden leben wollen? Ich glaube, sie sind vor etwas Schrecklichem geflohen und es könnte ihnen hierher folgen. Alter, da hat aber einer schon hier die ersten Verschwörungstheorien am Start, ey. Fragen. Welche ihrer Spezies kontrolliert eigentlich diese sogenannte Initiative? Sind sie überhaupt verschiedene Spezies oder nur genetische Konstrukte, die verschiedene Aufgaben erfüllen? Warum gehen sie alle auf zwei Beinen, so wie wir? Damit wir sie akzeptieren? Wie haben sie ausgesehen, bevor sie den Orkusnebel durchquert haben? Lassen Sie Haval in Ruhe. Als ich hörte, dass Ihnen gestattet wurde, auf Haval zu landen, habe ich bei Gouverneurin Shi Beschwerde eingereicht. Diese Welt ist eine unserer heiligsten Städte und Außenstehende haben dort nichts verloren. Sogar die Cat halten Abstand, weil sie wissen, dass wir bis zum Tode kämpfen werden, um sie zu schützen. Wer Haval entweiht, den erwarten schwere Konsequenzen. Teilen Sie Ihre Errungenschaften. Sie haben Schiffe gebaut, um durch den Orkusnebel zu reisen. Zeigen Sie uns, wie man sie baut, damit wir Ihren Weg zurückverfolgen können. Wo Sie hergekommen sind, gibt es keine Cat.
Bei uns stehen eine ganze Generation vor der Auslöschung, aber sie könnten uns helfen, an einen Ort zu gelangen, an den der Feind uns nicht folgen kann. Wir haben genug gelitten. Geben Sie uns die Hoffnung auf ein besseres Leben. Ja, also ich fände es ganz witzig, so eine Arche mit noch ein paar von den Avalaran hier zusammen zu packen und zurück in die Milchstraße wäre doch eigentlich ganz witzig, oder nicht? Wir haben Stufe 30 erreicht, meine Lieben, und das bedeutet, wir müssen uns jetzt mal ein Forschungsterminal organisieren und gleich mal forschen. Bevor wir das machen, checken wir noch die zwei Sachen, die wir haben. Einmal hier, das Shuttle zum Gewölbe, das ist die nächste Main Quest. Und ist hier doch noch irgendwo was offen. Da. Gemischtwarenhändler, hier ist noch was. Da gehen wir erstmal hin. Und dann ist doch auch irgendwo noch ein Forschungsding. Markt, Büro, die Docks. Da ist das Shuttle. War hier nicht irgendwo noch ein Forschungsterminal? Das da war Ding. Können wir auch nachher noch auf der Nexus machen. Eine Tempest, so heißt das Ding. Auf der Tempest können wir das machen. Mir wäre aber so, als hätte ich hier vorne eins rumstehen sehen. Aber egal. Jetzt gehen wir erstmal hier hin, denn hier ist... Ihr Zuhause, Werkzeuge fürs Feld, alles, was Ihr Herz begehrt. Was ist hier los? Ihre Credits sind ebenso gut wie die von jedem anderen. Solange Sie keinen Ärger machen, habe ich auch kein Problem mit Ihnen. Du, ich habe auch kein Problem mit dir. Ich werde mich benehmen, versprochen. Ich werde ein Musterbeispiel für keinen Ärger sein. Na schön, was auch immer das heißen mag. So, was hat sie denn so? Hier, die Relikt-Dechiffrierung. Das nehme ich doch wieder gerne und bestätige den Handel. Der Rest interessiert mich tatsächlich gar nicht so sehr. Modell eines Reliktjägers, das können wir auch noch kaufen. Lithium, Nickel, Uran, Kristalle. Ich weiß gar nicht, wofür wir das alles brauchen. Wahrscheinlich nachher alles zum Forschen oder so. Aber zurzeit, ja, nicht benötigt, ne? Hier, das sind diese Pflanzen. Das sind diese Pflanzen, die brauchen wir, glaube ich. Das waren doch die Pflanzen, die eine haben wollte. Für Sufi ein paar Pflanzen auf Eier finden. Siehste, haben wir das auch gemacht. Deswegen war ja auch dieses Quest-Symbol wahrscheinlich dran. So, was ist bei dir los? Hallo? Daisuan, ich war vor Ort, als Sie gelandet sind. Und ich habe gesehen, wie Sie durch die Stadt eskortiert wurden. Das sah vermutlich merkwürdig aus. Das war bestimmt ein komischer Anblick. Ein Fremder, der unerwartet hier auftaucht, ist für uns nicht unbedingt ein Grund zum Lachen. Ja, ich wollte auch, ist das da Obst? Ich habe noch nie solche Früchte gesehen. Was ist das? Paripos. Sie sind süß mit einer leichten Schärfe. Manchmal, wenn ich Glück habe, habe ich auch ein paar Quiloa oder Elmok im Angebot. Ist Obst hier eine Seltenheit? In dieser Form ja. Und es ist sehr teuer. Wenn jemand eine Paripo bei mir kauft, heißt das, er hat etwas zu feiern. Das ist ein Luxus, der von Freunden und Familie geteilt wird. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. In der Regel gibst du mich hier nur diesen Einheitsbrei. Und ich denke, wenn du das haben willst, musst du halt echt Cola hinlegen. Materialienhändler, guten Tag. Sie haben sie also durch die Tore gelassen. Dieses Vertrauen ehrt mich. Ja, und mir ist bewusst, dass es eine Ehre ist. Ich werde mich respektvoll verhalten. In Ordnung. Jeder verdient eine Chance, sich zu beweisen. So, was hast du denn hier? So ein paar Mods am Start. Doppelmod-Erweiterung. Zwei Modplätze. Ja, brauchen wir alles nicht. Können wir nachher mal machen, aber noch kommen wir ganz gut durch. Oh, Vetra, hallo. Alles okay? Wer hätte gedacht, dass die Rettung eines geachteten Mitglieds der Angaranischen Gesellschaft so viele Türen öffnet? Ich habe mit einigen ihrer Händler gesprochen, um rauszufinden, ob wir ins Geschäft kommen können. Und? Seien Sie großzügig. Ich weiß, Sie wollen einen Vorteil herausschlagen, aber zuerst brauchen wir Ihr Vertrauen. Kaufen Sie meine Panzerungen. Verhandeln Sie nicht zu hart. Sie sind der Boss. So, der Panzerungshändler. Was hast du denn so im Angebot, Herr Panzerungshändler? Neue Kunden sind uns immer willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. Ich bin mir sicher, Sie finden etwas, das Ihnen zusagt. Das sagen alle. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Ich bin gespannt, ob Ihr Angebot dem gerecht wird. Ich lasse meine Waren für sich selbst sprechen. Dann zeig mal. Okay, hat hier ein paar Panzerungen am Start. Angara-Panzerungen. Angara-Helm. Angara-Panzerungen. Hier sind ein paar Dinge am Start. Wir können die natürlich auch gleich selber erforschen, wahrscheinlich. Wir könnten die auch mal kaufen, einfach nur um zu gucken, wie gut das ist. Lass mal eben machen.
Angara, 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 Angara. Das sind jetzt alle Angara auf der höchsten Stufe. Kostet ein paar Credits, aber who cares? Gönnen wir uns jetzt mal. Einfach nur, weil ich mal gucken will, ob die krasser ist als das, was wir aktuell haben. Der Widerstand braucht Freiwillige. Hatten wir, glaube ich, schon. Xan Xil, was bist du für einer? Ich verkaufe nicht an Aliens. Ach ja, das hatten wir ja schon. Und doch, dann haben wir das auch schon gelesen. Ja, ich erinnere mich. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir mit der nächsten Main Mission starten, gehen wir einmal nochmal kurz auf unser Schiff. Werden da nochmal die Forschungsstation bemühen. Oder war das hier gerade eine? Nee. Präsentationsständer, was wird denn hier präsentiert? Widmung im Gedächtnisgarten. Übersetzt, okay, wir erhoben uns aus dem Nichts, um die Sterne zu berühren und schufen uns auf vielen Welten ein Zuhause. Trauert nicht um das, was uns die Cat genommen haben. Erfreut euch an dem, was uns noch bleibt. Alles findet ein Ende und macht Platz für neues Leben, um die Leere zu füllen. Die Welten und Personen, die wir verlieren, kehren irgendwann zurück. Die Familie wächst auf ewig weiter. Wir widmen diesen Garten jenen, die nicht bei uns sind, aber eines Tages zurückkehren werden. Dieser Ort ist für sie. Ah, okay. Gut. Du siehst etwas... Ja, egal. Ich renne jetzt mal zurück zu unserem Schiff. Und dann forschen wir da noch eben und dann geht das aber auch gleich los, ne? Dann geht es aber auch gleich los. Ist das vielleicht eine Forschungsstation? Mir wäre so, als wäre hier irgendwo eine gewesen, aber egal. Gehen wir schnell aufs Schiff. Ist ja kein Problem. Eben zur Tempest, einmal kurz forschen und dann passt die Sache, ne? Und dann starten wir gleich in die nächste Main-Mission. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich denke, wir dürfen dann jetzt auf dem Planeten hier ein bisschen rumlaufen, weil es geht ja um das Gewölbe hier. Somit denke ich, wird das ungefähr gleiches Niveau wie gerade eben haben, dass wir dann so eine Stunde ungefähr ein bisschen Story haben, wo wir in dieses Gewölbe eindringen und mal schauen, was da abgeht. So, wir können die... nach Ihnen gesucht. Ich bringe erst... Wer hat Pibi? Ja, ich gebe erstmal die Pflanze an Suvi, dann freut die sich. Ich habe die Pflanze gefunden, um die sie mich gebeten hatten. Fantastisch! Ich werde das Rezept sofort ausprobieren, sobald ich frei habe. Ich habe auch schon ein paar Ideen, wie ich es ein bisschen aufpeppen kann. Und ich werde Mr. Ich mag keine Filmabende hier weiter bearbeiten, damit er auch hinkommt. Ich mag Filmabende. Ich habe nur Angst, unseren Autopiloten zu lange allein zu lassen. Da hat aber einer so gar kein Vertrauen. Du hast doch mitgebaut an dem Ding. Du müsstest doch wissen, wie stabil und sicher das Teil ist. So, ich rede dann eben nochmal mit Phoebe. Mach schon, denk nach. Denk nach. Ich brauche irgendwas. Mit wem reden Sie da? Ryder! Scheiße. Sie können sich doch nicht so anschleichen. Doch. Ich rede nur mit mir selbst. Sagen Sie nicht, Sie würden das nie tun. Gestresst, was? Ach, echt. Diese Sesshaftigkeit ist nichts für mich. Ich mag's nicht, wenn die Leute wissen, wo ich bin. Wo mein Zeug ist. Oh! Könnten Sie bitte wieder runterkommen? Sie müssen sich entspannen. Ich bin ja selbst schon gestresst. Würde ich ja gerne. Wirklich. Wenn's mir zu Hause so ging, habe ich mir eine Schwerelosigkeitskammer gesucht. Oder ein Floatingbecken. Irgendwas, um abzuschalten. Das bräuchte ich jetzt auch. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, in der Rettungskapsel lässt sich die Schwerkraft abschalten. Natürlich! Sam, du bist ein Genie! Das wird mich total verändern, Ryder. Sie werden schon sehen. Da drin ist Platz für zwei. Ich dachte schon, Sie fragen nie. Das wollte ich hören. Let's und go. Das war's dann. Augen zu. Entspannen. Einfach loslassen. Das ist großartig. Ryder? Ja. Ich wüsste noch was, um mich zu entspannen. Und was? Sie haben noch nicht angebissen, aber ich habe keine Angst vor Zurückweisung. Wollen wir rummachen? Mir ist egal, ob Sie noch was anderes am Laufen haben. Und ich kann schweigen. Wir haben einfach nur Spaß. Und lassen Dampf ab. Ohne Verpflichtungen. Ohne Bindungen. Ich will aber Bindungen. Nein, ich will keine Bindungen. Hier können wir jetzt wirklich einfach... Alter, wie sein Face aussieht, Junge. Aber wir machen jetzt einfach ganz einfaches, chilliges Snoo-Snoo.
Klingt nach Spaß. Gut. Genug geredet. Außerdem will ich jetzt unbedingt wissen, wie so eine... Oh, Sie meinen, jetzt? Hier? Ja, sicher. Sie wissen schon, was genug geredet heißt, oder? Wow. Schweben direkt auf die... Autsch. Egal. Au. Au. Okay. Keine Bindungen. Okay. Ja. Okay. Nur jetzt kurz Spaß und Dampf ablassen. Da gehe ich mit d'accord, das ist okay. Leute, mit diesem doch etwas cringigen, vielleicht romantischen, ich weiß es nicht, Moment, verabschiede ich mich erstmal bei euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es meine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und dann geht's in der nächsten Folge mit der Main Story weiter. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.